So, ja, Servus wieder zurück zu Soul Calibur 4, zum letzten Part. Ja, das ist der letzte Part hier und ja, da werde ich jetzt mit Algo spielen. Damit ihr Bescheid wisst. Okay. Starten wir einfach mal. Normal, ja, wie immer. So, wir haben jetzt mit Nightmare, Quatsch, mit Siegfried abgeschlossen. Nightmare, Sophitia und Cassandra. Falls ihr es noch nicht angeschaut habt, würde ich euch empfehlen, die anzuschauen, damit ihr genau wisst, wie es so abgelaufen ist und so, um mehr über das Spiel und die Charaktere zu erfahren, die hauptsächlich bei Soul Calibur eine große Rolle spielen. So, gut. Wir spielen jetzt mit Alkohol. Ja, wie immer, viel Spaß beim Lesen. Falls ihr dennoch nicht mehr erfahren wollt und nicht lesen wollt, bla 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 bla, dann könnt ihr auch gerne überspringen, wo ich dann schon anfange zu spielen. Okay, ich bin jetzt mal kurz weg. Ich muss kurz aufs Klo und ich denke mal, danach müsste es dann vorbei sein und dann geht's los. So, wieder da. Stufe 1, die Zusammenkunft. Ach ja, ich muss ja wechseln. Mal rüber gucken hier. So, freie Sicht. Killick, Rock und Tucky. Only those who have conquered fate have a place on the stage of history. Stage start. Oh yeah, der geht ab. Algo ist schon ein sehr starker Charakter, den man freischalten muss. Wenn man, glaube ich, gegen kämpft oder so. Zack. Ah, Mann. Dieser Astaroth-Kampfstil, ey. Nein! Ah, okay. Oh, wow, wow, wow. Taki, taki, so geht das nicht. Ha. So, komm. Nein, aua, ey. Bäm, Alter. Ach, komm, jetzt reicht's mir.
sieht cool aus, wenn er diese Flügel rausholt. Muss echt drauf, ey. Stufe 2. Himmelblauer Ritter. Nightmare Tira, Zollenhofen, Dora. Okay. Every battle is connected to the two opposing swords. Okay. Komm. Komm her, nein. Aua. Nein! So, jetzt. Tira. This is bad girl, dieses crazy move style in the round killing. Stufe 4 erreicht. So ein Duelland wieder aus. Ah, Dora. Scheiße, der Nightmare-Kampfstil. Sieht man an seiner Haltung allein schon. Ja, wir werden ihn trotzdem kämpfen. Irgendwie so Ritter. Ich bin ein Lord, lass mich hier ruhen. Geh weg, Schub. Bam, Alter, V aufgespießt mit den Flügeln. Ah, ich liebe das. Bock schon. Er hat die Macht. Stufe 3. Hände der Gerechtigkeit. Gegen Angol Fair. Ja, ich denke mal, jetzt haben wir wohl alle vier Mädels, glaube ich, zusammen, oder? Ja, vier Mädels sind das, ja. Haben wir alle zusammen jetzt. Scheranze, diese eine da, die eine und die da. Das sind vier Schwestern. Ja, wir haben, ja. Den ganzen Part könnt ihr anschauen von den anderen Schwestern. Das ist die vierte und letzte, die ich jetzt kämpfen werde. Aua. Hässlicher Kampfstab. Hätte ich auch für eine Zelda-Kriegerin, ne? Aua! Aua! Ah, nein! Aua. Nein, die ist runtergefallen, ich wollte sie noch greifen, ey. Oh. Na gut. Ja, ich hab die Macht. Stufe 4. Ungeladener Gast. Sasamiel Arcturus und Mitsurushi. Determination, obsession, hope. The fiery emotions illuminate the two swords. Cool, das ist dieser Sensen-Typi. Mit dem geilen Gesichtstattoo. Ah! Nein, aua, aua. Nein, ich kann nicht runterfallen. Oh. Ich will gar nicht runterfallen. Oh, der Sohn! Okay. Ähnlichkeiten haben die gerade nicht so, wie das war der weiße Haare hat und der jetzt dunkle Haare hat, aber. Auch die Rüstung, alles und so, ähnelt schon. Aua. Nein, will ich greifen. Oh, ich bin ein Samurai und ich gebe jetzt mein Bestes. Das Schwert würde mich jetzt mich führen. Dich zu deinem Tod führen.
oder sowas in der Art. Dass sie mal abblocken müssen, ne? Das ist das ist sowieso Abtörner bei Beat'n'ups. Also nur abblocken. Da muss man eigentlich nur greifen fast, aber da kommt man auch nicht manchmal drauf. Oh, das war gut. Aber hat leider nichts gebracht. Ich habe ihn nicht getroffen dabei. Autsch. Ja, bleibst du. Oh, ah, oh. Mann, was soll das? Jetzt macht er meine Rüstung kaputt. Das will ich gar nicht. Ey, was soll das? So ein Arsch. Ah, okay, nochmal. Das war nicht in Ordnung. Okay, nochmal. Ja, ich mag das einfach nicht, wenn die abblocken die ganze Zeit. Boah. So, den haben wir jetzt erledigt. Jetzt kommt der Sohn. So, jetzt werde ich dich fertig machen, du Sack. Okay, seine Rüstung hat gut gemacht oben. So, das ist eine Strafe, ey. Tja, wie können wir das gegen Siegfried den letzten? Der letzte Schlüssel. The curtain has been raised. Those chosen by history begin their final battle. Stage start. Ausgerechnet muss der letzte Gegner aus Siegfried sein. Oh, das war cool. Er will nicht, ne? So. So, wir haben es geschafft und jetzt kommt die letzte Sequenz. その者は全て手に入れた。この体も、この力も。だが、過去を振り返ってはならぬ。
それは全ての上に立つ者の義務なのだ。So, das war's auch jetzt mit Alkohol und ich kann jetzt sagen, das Gameplay-Projekt ist somit jetzt beendet. Ich hoffe, es hat euch soweit alles gefallen und wenn ihr dieses Spiel kaufen wollt, dann holt es euch. Wie schon gesagt, also das Spiel lohnt sich auf jeden Fall, der auch in diese Richtung mag. Was soll ich dazu noch sagen? Ich werde jetzt demnächst noch so Calibur 5 für euch nochmal spielen. Ich werde nochmal die Storyline gehen von Peter Hercules oder wie der heißt da im Soul Calibur 5. Natürlich die Storyline da und so und das war es jetzt eigentlich auch schon mit Soul Calibur 4. Ich würde es euch empfehlen zu holen, wenn ihr gerne so auf sowas steht und das Spiel lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe da jetzt auch schon 1000 Achievements geholt, Gamerscore geholt. Das sind 50 Achievements. Und das Spiel ist so gesehen sehr zeitaufwendig, aber es geht nach der Zeit so. Ja. Es ist nicht schlecht, es macht Bock. Und würde euch ans Herz legen, wenn ihr drauf das oder sowas mögt. Okay, danke nochmal auf jeden Fall fürs Zuschauen dieses Gameplay-Projekts. Und seid wieder demnächst dabei bei einem neuen Projekt oder so. Ich würde mich freuen oder schaut meine anderen Videos. Okay, euer GeoTobi. Ciao.